gute Entscheidung. Hinter mir bleiben. So, dann wechseln mal. Oh, Wolfspfoten. Ja, auch wenn ich normalerweise nicht gerne Tiere töte in solchen Spielen, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, weil sie halt einfach grundsätzlich aggressiv sind. So, soweit ich weiß, ist Wolfsfell verkaufbar. Lederbänder sind Handwerksmaterial. Kommt also mal auf die zweite Seite. Das ist alles Verkaufszeug. Ja. Die Wolfspfoten auch. Gut. Ich mach das schon. Das heißt, wir sammeln hier die Einbären. Oder auch nicht. Ja, grundsätzlich sind die Wölfe ja nicht sonderlich stark. Ich mach das schon. Alle mal hergehört. Amazone voraus. Geplündert haben wir sie schon mal. Mal gucken, ob wir noch was aus ihnen rausholen können. Nee, wie gesagt, das Mai sollte ich erstmal meiden. Und lieber gucken, dass ich auf den Kahlkopf gehe. Also alles, was westlich von dieser Bergkuppe ist. Gute Entscheidung. Mach das schon. Jetzt hau mal lieber mit dem Messer drauf. Oh, das war eine schöne Ausbeute. Okay, in der Richtung sind noch Wölfe. Oh, Gullmond. Alle mal hergehört. Ich helfe.
Fehlschlag, okay. Ich mach das schon. Noch mehr Wölfe? Kahlkopfräuber, okay. Und hier geht's, glaube ich, ja, zur Bärenhöhle. Also an der Bärenhöhle vorbei. Ja, hier sind Büsche. Gute Entscheidung. Ach, schon wieder eine Wunde. Oh, wir haben es geschafft, ihnen eine Wunde zuzufügen. Ich mach das schon. Oh, zwei Wunden sind nicht gut. Versucht die mal wegzumachen. Und auch bei dir. Okay, Misslung. Noch haben wir genug Verbände. Nee, Heilkunde geht auf Fingerfertigkeit. Also macht da Gewandtheit nicht so viel aus. Selbstbeherrschung erhöht die Chance, Wunden zu widerstehen. Machen wir mal Tierkunde etwas höher. So, und versuchen es noch einmal. So. Hey, wir kriegen Wildschweinfell und Lederbänder. Noch mehr Wildschweinfell. Und ja, wenn wir hier langlaufen, kommen wir nach da auf Feuerfliegen. Also Riesenlibellen. Warum nicht? Alle mal hergehört. Meine Rache. Die Kerlchen sind jetzt nicht so gefährlich. Diese Mistviecher scheinen aus diesen seltsamen Nestern in den Bäumen zu kommen. Ja. Ja, stimmt. Es gibt Spawner. Also gerade solche Spawner gibt es. Okay.
Okay, kommt mal raus. Da irgendwie kommen wir nicht ganz richtig an sie ran. Ich mach das schon. Ja, ist für den alchemistischen Gebrauch. Ja, und das Feuerfliegengift, das haut schön rein. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay, da kommen drei neue. Ja, wie man sieht, sie sind nicht sonderlich gefährlich. Ihr Gift ist halt schon ein bisschen böse. So. Das war das letzte. Müsste das letzte gewesen sein. Ja, wir können ihnen die Giftzähne ziehen und das war's auch schon eigentlich. Los! Ich mach das schon. So, dann gucken wir mal, was es mit dem toten Mann auf sich hat. Brief an einen Freund. Festgegenstand, Schlüssel, Schatzsuche. Ah. Lesen. Mein guter Freund, folge deiner Anweisung auf diesem Pergament und du wirst dir versprochene Entlohnung für deine treuen Dienste finden. Begib dich zuerst nach Avestreu, einem kleinen Ort vor Pferdog, und suche dort den Abendschrei auf. Und dort führt dich deinen Weg über die Brücke bis hin zu einem See. Am Wasser angekommen, schreitest du am Fuße des Kalkkopfes entlang, immer in Richtung des mächtigen Wasserfalls. Hinter dem Grün verborgen wirst du finden, wofür ich dir den Schlüssel gab. Aha. Hier ist der Wasserfall. Oh, hier sind noch Feuerfliegennester. Und die Truhe. Gut. Amazone voraus. Los. Schritt für Schritt. Das heißt, mal gucken, was da drin ist. Schlüsselschatzsuche abgegeben.
Dukaten und Schmuck. Also ja, der Schmuck, der ist nichts wert. Den können wir Also der bringt uns nicht selbst schon was wert. Den können wir verkaufen. Den Brief an einen Freund sicherlich auch. Hm, vielleicht. Mal gucken. Hauptsache, wir werden ihn los. Ich mach das schon. Mehr tote Feuerfliegen.